Grüß euch, die Y1FS von Funkfieber hier und heute schauen wir uns ganz kurz die Version 0.9 der alternativen Firmware von R1CBU an. Ein russischer OEM, der für den X6100 eine alternative Oberfläche entwickelt hat. Der entwickelt auch eine Oberfläche für ein anderes Funkgerät, das hier jetzt für den X6100. Man sieht hier schon, es ist alles sehr in Blau gehalten. Ich bin der Meinung, er ist tracky, weil es vom Design ja so in die Richtung kommt. Es gibt ein paar Dinge, die mir natürlich schon aufgefallen sind hier in dieser Firmware. Zum einen, sie startet von SD-Karte, also sie wird nicht auf den X6100 aufgespielt wie die normale Firmware. Die normale Firmware bleibt ganz normal erhalten, es wird nur die von der SD-Karte gebootet, wie das Armbian, ohne Tastendruck, sobald die SD-Karte hier an der Seite drinnen ist, eingeschoben ist und eingeklickt, also eingerastet ist, bootet oder versucht der X6100 von der SD-Karte das alternative Betriebssystem zu laden. Versucht deswegen, es funktioniert nicht immer, ab und zu muss man das Gerät wieder hart ausmachen, also er startet nicht, also es kommt kein Cursor hier in der Ecke, der blinkt auch nicht, sondern bleibt nur stehen. Das ist das Indiz, dass es bootet. Kommt hier nichts, dann muss man ganz lang drauf bleiben, bis der Xego X6100 ausgeht. Dann probiert man es nochmal oder man startet durch die SD-Karte raus, startet das normale Xego-Betriebssystem, schaltet den Xego wieder aus, die SD-Karte wieder rein und wieder einschalten. Das ist jetzt was einige noch nicht gezeigt haben zu dieser Firmware. Also haben wir das jetzt schon ein bisschen angeschaut. Was auch sehr strange ist, ist, dass diese Firmware sehr leise ist. Man muss hier erst zum Beispiel das RF-Gain habe ich auf volle Power gestellt. Also auf 100. Jetzt gehen wir mal auf USB. Suchen wir uns mal ein Signal. Es gibt ein paar ganz tolle Sachen, die mir ganz gut gefallen. Also vor allem den Wasserfall betreffend. Der zeigt jetzt auch hier 15 Meter Band mit zusätzlich an. Jetzt finde ich nur gerade kein Signal. Genau, ich kann jetzt hier den Wasserfall ein bisschen justieren, also den Minimum Level, dass es nicht nur grau ist, sondern hier auch einfach die Peaks besser zum Sehen sind. Im Umkehrschluss kann ich natürlich als Maximum Level einstellen. Also das hat viel tolle Optionen. Hier unten Menüführung ein bisschen anders, es gingen nur die äußersten Button aktuell und dann schaut man halt hier einfach durch, was das Spektrum betrifft und so. Und dann haben wir hier bei den Funktionsknöpfen halt die wichtigsten Funktionen halt dahinter. Was halt ein bisschen stört, das ist halt die Menüs verschwinden relativ laut wieder. Und das ist jetzt die lauteste Lautstärke, die ich machen kann. Ich jetzt einmal das Mikro, stelle jetzt einmal mit dazu, also es ist nicht sehr laut. Jetzt suche ich mir ein anderes Signal. Ein bisschen was Lauteres. Jetzt habe ich hier nämlich wieder das Problem. Halt hier, an dem Max Level. Hier muss ich wieder runterdrehen. Auch nichts, dann gehen wir mal auf 20 Meter. Da ist mit Sicherheit was los. Drehen wir das Ganze auch nochmal ein bisschen runter. So. So, jetzt hört man das. Aber RF-Gain ist standardmäßig hier auf 50 zum Beispiel. Und jetzt hört man halt hier überhaupt nichts, obwohl das Volume volle Kanone oben bin, also aufs Maximum. Also ich muss hier dann am RF-Gain das Ganze hochdrehen. Auf 100, damit ich annähernd brauchbare Lautstärke finde oder kriege. Und das ist schon anstrengend, jetzt sage ich mal, für einen Portable-Betrieb, man kriegt nie. Also jetzt eine leise Station bleibt wirklich extrem leise. Ich kann nicht mehr weiter hochdrehen jetzt. Das ist alles Maximum gerade.
Volume 50 ist das Maximum und RF-Gain ist 100. Jetzt habe ich eine leise Station, die bleibt leise. Das ist jetzt zum Beispiel im Portable-Betrieb bei einer Aktivierung, finde ich etwas schade, weil ich das halt nicht höre. Wenn ich jetzt Umgebungsgeräusche habe, sei es Wind, es sind andere Personen um mich herum, vor allem bei SOTA, am Gipfel zum Beispiel, dann habe ich hier Schwierigkeiten. Oder bei Parks und Air, wenn ich im Auto sitze oder so, oder überhaupt, wenn ich einfach draußen Aktivitäten mache, im Shakebox vielleicht gerade noch gehe, im Kopfhörer wird es nicht signifikant lauter. Also es ist anstrengend zum Hinhören. Und jetzt habe ich halt hier ein Signal zum Beispiel, das sei wieder voll auf, das laut ist, dann ist er mein Signal auch. Das ist natürlich klar, weil lauter, dass er ankommt, der andere, desto lauter wird es auch hier am Gerät. Aber wenn ich jetzt eine leise Station habe, dann bleibt es leise, also so richtig, richtig leise. Und habe keine Chance, dass ich das jetzt mit dem Volume für mich nochmal hörbar mache. Ich hoffe, ihr versteht es, was ich damit sagen will. Jetzt machen wir da nochmal leise. Grundsätzlich finde ich den Kontrast der Farben, machen wir mal aus, dann sehen wir das nur ein bisschen schöner, den farblichen Kontrast eigentlich sehr toll mit diesem dunkleren Blau und dem Weiß. Das macht es angenehm lesbar, vor allem im Portable-Betrieb. Links zu der Software stelle ich natürlich in die Videobeschreibung. Überhaupt kein Thema nicht. Und das ist halt das, was halt mir jetzt schon so ein bisschen aufgefallen ist. Die Software ist allgemein auf einem richtig, richtig guten Weg. Also das, da kann man sagen, was man will. Ist auf einem richtig guten Weg. FT8 geht ja nicht. Sehe ich gerade. Also ich versuche es gerade. Ist angesteckt an der Seite, aber lasst sie nicht verbinden. Es fehlt wahrscheinlich noch ein bisschen was. Es lassen sich Feinheiten einstellen, also wenn man es jetzt gesehen hat, also ich kann ja hier jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt hier die ganzen Audios, Filter kann ich einstellen, TX-Paar auf der ersten Seite. Dann Mikrofoneinstellungen auf der nächsten Seite, dann kommen schon Feinheiten fürs Spektrum, zum Beispiel Max-Level, Min-Level, was ich jetzt hier da eingestellt habe, Spektrum zoomen kann ich noch zum Beispiel bis vierfach. Spektrum Beta, da kann ich dann hier nochmal so ein bisschen nachjustieren. Dann Spektrumfüllung kann ich rausnehmen oder drinnen lassen. Die Peaks anzeigen oder nicht. Dann wie lange sind die Peaks gehalten werden. 10 Sekunden. Peak Speed. Genau, da rüber wird so ein tolles Signal gerade. Das ist halt, das wandert halt schon mit. Das ist halt jetzt, das ist mir gerade da wieder der Radar durchgefetzt. So, schauen wir. RF gehen. Und schon ist es wieder still. Genau, hier, also das war jetzt alles auf dem ersten, wenn man auf General klickt, dann auf Key ist alles, was mit Mäusen zum tun hat. Speed, Volume, Drain, Tone, dann Key Mode, Yambic, QSK Time Ratio und das war's. Dann kommt wieder Seite 1 und dann unter DFN ist die ganze Filterspaß. Nearby, Narrow, das ist alles dabei und ich kann halt hier direkt jetzt sagen, zum Beispiel die Filter High und Low, kann ich selber zum Beispiel hier einstellen. Hier oben habe ich meine ganzen Modi. So, ich habe hier 5ORB, dann die Betriebsart, also Modi. ACR Fast steht, Preamp aktiv ist, ob der Tuner aktiv ist, ATT aktiv ist, das S-Meter und dann, wenn ich halt natürlich auftaste, habt ihr gerade gesehen, gehen wir noch was rüber, zeigt ihr die Power und das SWR unten, dann die Uhrzeit, die stimmt sogar tatsächlich, es ist genauso spät jetzt und das wechselt dann zwischen Batterie intern und Batterieversorgung extern. Das finde ich auch ziemlich scharf eigentlich als Anzeige. Und ja, so jetzt einmal der erste Quick View zu dieser Software, die ich sehr spannend finde. Ich werde das Ganze weiter im Auge behalten, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Ist halt jetzt rein noch so für den Standardbetrieb. Also keine Digimodes, nichts, sondern das ist einfach, wenn man SSB und CB macht damit. Also es lässt sich nicht mit dem PC koppeln aktuell,
Aber wie gesagt, das ist auch noch die Version, der Release Candidate Version 0.9. Also da wird mit Sicherheit noch was kommen. Und wie gesagt, die Links zum Download erreichen. Und wichtig, wenn Sie die ZIP-Datei downloadet, ändert den Dateinamen von .zip in .img für Image und schreibt das mit dem Programm Rufus, das bei Radiodity für die Firmware-Updates dabei ist, zum X6100 auf eine SD-Karte, auf eine Micro-SD-Karte und macht diese damit bootfähig und dann könnt ihr dieses Betriebssystem starten. Genau, wie gesagt, ganz toller Weg, ganz interessant aktuell, wie ich finde, das Ganze für den Betrieb. Entschuldigung, ich muss gerade nebenbei noch ein bisschen rumstehen da. Ganz spannend. Jetzt so der aktuelle Stand, also es ist noch nicht ganz fertig, die Firmware. Das merkt man, also wie gesagt, das mit dem Booten klappt noch nicht so 100% zuverlässig. Habe aber auch schon verschiedene SD-Karten probiert. Und das mit der Lautstärke, das gefällt mir persönlich noch nicht so. Ich hoffe, dass er da noch so ein bisschen noch besser. Die haben ihm das schon mitgeteilt, dem OM. Und finde das echt klasse, was er da treibt. Genau, das war es jetzt so. Ein kurzes Quickview, dieses Video zum alternativen Betriebssystem für den Betrieb, klassischen Betrieb, also ohne Digimodes, für den X6100. Das zeigt einmal wieder auf, wie toll Funkgeräte sein können, wenn man ein Open-Source-System im Hintergrund laufen hat. Also ein Linux, wenn ein Linux im Hintergrund zu laufen ist, dass man frei programmieren kann, was hier möglich ist. Das haben wir im Armbian schon gesehen, was hier Geniales möglich ist, wenn das die Systeme zulassen würden. Und in meinen Augen ist das die Richtung, in die Funkgeräte in Zukunft gehen sollten, um hier einfach nach wie vor einen Nachwuchs zu generieren, das Interesse beim Amateurfunk bei den Leuten zu halten, vor allem technische oder IT-versierte Personen dann einfach viel mehr Spaß haben an diesem ganzen Hobby, wenn man sowas machen kann hier. Das geht aktuell sonst bei keiner anderen oder fast keinem anderen System in der Preiskategorie vor allem. Also dass da so ein Linux, das man so frei ummodellieren kann, im Prinzip zu den eigenen Bedürfnissen, und der hat sich ja wirklich Gedanken gemacht, wie das Ganze zum Ausschauen hat, also was ziemlich toll ist, also was mir narrisch gut gefällt. Das ist tatsächlich hier diese Anzeige, interne Batterie, externe Stromversorgung und dann wieder umschalten auf die Uhr oder die S-Anzeige, und sobald ich halt auf Senden gehe, das ist SWR sie und die Power. Klasse! Alle anderen Informationen zu meinem Betrieb sehe ich hier in dem Fenster, wie VFO A oder B, was ich gerade nutze. Das war zum Beispiel dann mein Spektrum, ich konnte zoomen. Wenn ich jetzt darüber gehe zum Beispiel, das Zoom, Spektrum, Zoom. So, jetzt habe ich das gezoomt. Irre, einfach toll. Der hat sich echt Gedanken gemacht, wie er sowas zum Ausschauen hat. Natürlich ist die farblich, das ist blau, sehr einfach anders. Aber ich finde es toll, es ist gut lesbar, im Gegensatz zu vielen anderen Punkten in der Xego eigenen Firma. Vielleicht schauen Sie sich das ein oder andere ab, wie sowas funktionieren kann. Es ist sehr aufgeräumt, finde ich. Es ist, legt wirklich das Augenmerk auf das Spektrum, auf die SDR-Technologie und lässt hier jetzt derweil mal für den Status, also das hat er ja in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft, diese Firmware bei der Programmierung. Also er hat da vor einem Monat die ersten Sachen angefangen, also die ersten Sachen gepostet, dann hat er da schon mal für das andere Funkgerät rumprobiert, vor über 7 Monaten, also ist schon cool, also wenn, innerhalb von einem Monat, also das jetzt, wenn man das so auf seinem Kanal anschaut, den Kanal tue ich natürlich auch unten rein, wie sich sowas entwickeln kann. Wenn es das System zulässt, es wird kein ICOM zulassen und kein AI so aktuell. Das ist halt möglich, weil auf dem Gerät ein Linux-System läuft. Ja, aber das war es jetzt schon wieder, das ist schon wieder viel zu lang, da war DO1 HFS von Funkfieber, schaut es euch einmal an, wer Interesse hat, sich das mal anzuschauen. Wie gesagt, wir haben eh diese tolle Telegram-Gruppe und Facebook-Gruppe für den X6100 und
wünsche euch viel Spaß und so meine kurze Info, meine Eindrücke zu dem Ganzen. Sehr viele Funktionen drinnen, wie gesagt, ein paar Macken hat es noch, oder Schwächen. Und ja, ganz interessanter Weg, ich halte euch da natürlich auf den Laufenden, wie es mit dieser Software weitergeht. Da war die U1 HFS von Funkfieber. Macht es gut und wir sehen uns in den nächsten Videos.